Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren The Crew 2 Video. Lasst euch nicht davon stören, dass ich jetzt meine PlayStation-Oberfläche anhabe. Das ist einfach nur zu Demonstrationszwecken. Und zwar habe ich jetzt endlich rausgefunden, wie ihr das Spiel auf dem PC wieder starten könnt. Ich habe jetzt etwas länger versucht und ich bin schon fast am Verzweifeln gewesen, aber jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie ihr das Spiel auf dem PC wieder starten könnt. Und dazu kommen wir jetzt. Also ich habe jetzt wirklich mehrere Sachen versucht und diese eine einzige Sache funktioniert und sie ist auch mit Internet zu trennen. So viel schon mal vorweg. Ich will euch den Fehler einmal nur ganz kurz zeigen, damit diejenigen wissen, worum es geht, die das Problem nicht haben. Wenn wir jetzt das Spiel starten, ohne irgendwelche Vorbereitung, dann schmiert das Spiel halt einfach ab. Egal, ob das PlayStation ist, ihr habt es gerade gesehen, oder PC. Vom PC kann ich jetzt gerade die Aufnahme nicht machen, weil ich einfach keine zwei Computer habe. Und wenn ich jetzt die Spielaufnahme über OBS mache, dann ruckelt das halt ein bisschen. Das wäre total nervig, weil meine Grafikkarte wahrscheinlich einen weg hat. Deswegen verzeiht mir das, dass ich das jetzt auf der PlayStation zeige. Also die Grafikkarte funktioniert soweit, das Spiel läuft flüssig, ich kann spielen, aber sobald ich OBS-Aufnahme mache, ruckelt es halt. Naja, weil die Grafikkarte schon älter ist. So, jetzt kommen wir dazu, wie machen wir das auf dem PC? Also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 mit dem LAN-Kabel. Euer Internet ist per LAN-Kabel verbunden. Das ist Möglichkeit 1. Dann öffnet ihr den Uplay-Browser und geht auf Spiel starten und müsst warten, bis da steht, dass eure, ja, da steht ja irgendwas wegen Synchronisation, dass das synchronisiert wird. Darauf wartet ihr und sobald das Bild schwarz ist, wenn euer Bildschirm schwarz ist, zieht ihr das LAN-Kabel raus oder ihr trennt euren WLAN-Router. Einfach vom Strom trennen oder das Kabel aus dem Router ziehen oder wie auch immer, so dass ihr in dem Moment, wo das Bild schwarz ist, das Internet trennt. Ganz wichtig, ihr trennt das Internet nicht über die Windows-Einstellungen mit der Taskleiste und so weiter, mit deaktivieren und Internet trennen und Flugmodus und so weiter. Das funktioniert leider nicht. Ich habe das echt mehrfach versucht. Ihr geht jetzt daher und müsst das wirklich leider mit dem WLAN machen oder mit dem LAN-Kabel. So, wenn das Bild schwarz ist, dann, ich muss das hier mal gerade demonstrieren von der PlayStation nochmal, da trennt man auch das Internet und wenn das Bild schwarz ist, ist ja das Internet getrennt, wenn ihr das Kabel gezogen habt. Und dann wartet ihr, bis dort steht, starte deine Geschichte. Dann drückt ihr auf X oder A oder was auch immer oder Enter, irgendwas, was für einen Controller ihr auch immer habt oder 1 oder keine Ahnung was. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr startet halt einfach das Spiel und auf dem PC dauert das ein bisschen länger. Dann kommt so nach 30, 40 Sekunden ungefähr, geschätzt jetzt, kommt eine Fehlermeldung, dass die Ubisoft-Server nicht erreichbar sind. Fehler 034, bla bla bla. Und genau, das sieht dann ungefähr so aus. Auf der PlayStation ist es halt nur der PlayStation-Dienst. Hier auf der PlayStation haben wir es halt leicht mit Doppelklick. Dann sind wir wieder im Spiel. Internet ist verbunden. Wir drücken X und nochmal X. Das ist ganz leicht. Dann sind wir wieder im Spiel. Auf dem PC läuft das genauso. Ihr müsst jetzt, nachdem die Fehlermeldung kommt, euer WLAN wieder verbinden oder das LAN-Kabel wieder reinstecken. Und jetzt ganz wichtig, ihr müsst spammen. Die ganze Zeit Eingabe, 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 also Enter, 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 Enter oder die Controller-Taste, die ihr belegt habt. Spammen, weil diese Fehlermeldung kommt immer und immer und immer und immer wieder. Und irgendwann hat sich euer Internet wieder eingewählt. Dann musste ich das eben, ich weiß nicht, wieso das so war, ich musste einmal, da bin ich wieder im Spiel, ich musste einmal die Windows-Taste drücken, damit das Spiel minimiert. Bin dann mit der Maus wieder auf das Spiel draufgegangen und siehe da, das Spiel hat sich wieder verbunden und ich konnte spielen auf dem PC. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, wie ich es wieder geschafft habe, auf dem PC ins Spiel reinzukommen. Also, wie gesagt, so macht ihr das. Ihr startet das Spiel, wartet, bis die Synchronisation fertig ist. Bildschirm ist schwarz, ihr zieht schnell das Internet, wie auch immer, ihr wisst schon, wie ihr euer Internet trennt, dann startet eure Geschichte, kommt Fehlermeldung, wieder verbinden, das Internet Stecker rein oder WLAN wieder anmachen und spammen. So lange spammen, bis es geht oder wie in meinem Fall, ich habe kurz Windows-Taste gedrückt, damit es minimiert, hab's wieder draufgeklickt und dann ging's. Ja, ich hoffe, es funktioniert bei euch so. Wenn ja, wenn ich euch damit geholfen habe, dann lasst mir auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich bin froh, dass ich das jetzt rausgefunden habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Zocken und bin dann erstmal raus. Ja, wenn du neu auf meinem Kanal bist, lass mir noch ein Abo da und dann sage ich erstmal ciao. Euer Marvin Keno.
It's all about humanity.